Sie hat sich gewünscht, zum Geburtstag, zum Wandern. Und ich denke, das können wir schon machen. Ein bisschen aus in die Natur, in die Berge auf und den Kopf lüften. Manchmal ein bisschen wandern. Das tut ihr schon gut. Oder nicht? So sind wir letzthin an ihrem Geburtstag eben wandern. In Zappenzell hat sie wollen. Können wir schon machen, habe ich gesagt. Es gibt sehr auch andere schöne Orte zum Wandern. Aber ich bin ja auch noch nie davor in Zappenzell und sie sind mal dort rauf. Ist ja auch wurscht. Wenn sie schon Geburtstag hat, wollen wir auch nicht streiten. Wir sind schon ein braves Stück weit oben gsi, kein Schwanz weit und breit, teure Sonnenbrille drauf, dazu dicke Wanderschuhe und Socken bis zu den Knien, schöne Rucksäcke getragen und in der Hand einen Stock bis zum Hals. Aber sonst haben sie halt hure wenig angehört. Also schon nicht gerade viel, ich denke schon ein bisschen kurios, dort oben in den Bergen eine Akte anzutreffen und dann noch gerade zwei auf einen Schlag. Basta, wir haben dann auf die andere Seite geschaut und so tun, als würden wir etwas studieren oder diskutieren. Und als hätten wir nichts gesehen und nichts gehört. Und ich denke, die Appenzeller sind schon nicht ganz geputzt. Was so weissig war, sind wir dann weiter drauf gelaufen. Aber es ist dann nicht lang gegangen. Schon hinter den nächsten Stein sind wieder zwei ohne Hose den Berg durchgekommen. Hi, schon nicht zu verstehen. Grüß Gott, haben sie gesagt. Und sind die einer Fröhlichkeit vorbeigegangen. Und nicht einmal eine Viertelstunde später haben wir schon von weitem eine ganze Gruppe Blutti gesehen, die von oben runtergekommen ist. Blutti, die man hergeschaut hat. Es müssen über 100 Blutti sein, die den Berg durchgekommen ist. In einem Plausch, dass wir sind wirklich mit Rangsch ins Tor bekommen und abgesegelt sind. Some things don't